Hallo Sportsfreunde, wieder mal ein Video von mir. Die Tauben sind in der Mauser. Wir haben heute 29. September. Ich lasse die Tauben kaum noch raus, sehr, sehr selten. Das mache ich auch nur, weil ich die Jährigen an die Schläge gewöhnen will. Und ja, die fliegen auch nicht mehr richtig. Nur ein paar Runden ums Haus. Will, dass sie auch nicht durchmausern, da sie im Winter wieder angepaart werden. Ja. Ich habe dann aufgehört, die Jungtierflüge zu filmen. Der zweite Flug war eine Halbkatastrophe, war eine Katastrophe. Die Tauben sind sehr schlecht gekommen. Nach der ersten Taube waren 40 Minuten Pause. Danach habe ich nicht mehr gefilmt, da die Laune dann schon recht am Boden war. Ja, sind einige noch nachgekommen, fehlen aber noch ein paar Tauben. Und ich habe es dann am Haus trotzdem noch fliegen lassen, trainiert, habe nach dem Kot geguckt und habe sie dann auf 230 oder 40 Kilometer noch mal gesetzt, die Jungen, dritten Preisflug. Das war dann schon ein großer Auflass. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das schon ein Regionalverband Flug, da so viele Tauben schon überall gefehlt haben. Und die Tauben sind zwar gekommen, die Verluste waren recht gering, haben sich schwer getan. Und nach dem dritten Flug habe ich dann entschlossen, die Jungtierreise einzustellen. Ja. Hat dann auch gereicht. Ich sage es immer so, war eine lange Saison und das Hobby ist relativ zeitintensiv. Genau, habe ich die Jungen noch etwas am Haus liegen lassen und dann getrennt. Und jetzt die Weibchen, die gehen schon super rein und raus hier in den neuen Schlag. Ich habe es jetzt baden lassen. Und die Vögel, die tun sich noch ein bisschen schwer. Im Schlag ist es jetzt nicht allzu sauber, da ich es nicht so oft sauber mache, weil die Mauser noch. Das dauert genau 2 Tage, dann sieht es aus wie vorher. Und ja, habe noch von meinen besten Tauben Junge gezogen. Sind auch wirklich ein paar sehr schöne mit dabei. Ein paar habe ich abgesetzt, ein paar sind noch drin. Wie gesagt, entschuldigt, ich komme nicht zum Sauermachen. Ein paar schöne sind noch mit dabei. Es ist halt blöd. Moment 266 sind in der Jungtierreise. Fast alle von ihm gezogenen Kinder sind da. Ich glaube, einer fehlt von einem Weibchen, wo ich 5 gezogen habe. Und von einem Weibchen, wo ich 3 gezogen habe, da fehlt auch noch einer. Also ist wirklich ein guter Schnitt. Das sind die Jungen. Ein paar habe ich schon abgesetzt. Hier unten ist noch ein schicker. Von dem Herbstweibchen, was so am Anfang so gut geflogen hat. Die ich dann nicht mehr gespielt habe. Die war zweimal Schlagerster auf den ersten Flügen, das Weibchen. Hier nochmal 2. Ah, ich komme aus privaten Gründen nicht zum Saubermachen. Die mausern auch so dolle, das ist, hat von der Woche sauber gemacht. Jetzt sieht's. So sieht's aus, wie es aussieht. Das sind die Weibchen. Wir haben gebacken. Sind auch unheimlich stark in der Mauser. Zerfallen sie gleich. Naja gut. Wie gesagt, vor meinem Besten habe ich noch gezogen. Hier liegt noch eins. Da habe ich die Eier ein bisschen verpasst. Und da war es zu schade, das ist von meinem besten Vogel. Ja. Ich habe ja letztens erzählt, dass mit den Asspunkten, haben auch schon einige in den Kommentaren geschrieben. Ja, da habe ich
muss ich zugeben, habe ich ein bisschen Mist erzählt. Das sind Leistungspunkte, das kommen noch die Kilometer mit dazu. Da steht bei uns in den Rigo-Listen so drin, deswegen habe ich das jetzt so angenommen. Sind aber jetzt nicht die reinen Asspunkte. Genau. Von dem roten, von dem dicken habe ich sogar zweimal gezogen. Da habe ich die erstmal umgelegt. Das sind die Jungs schon abgesetzt. Ich weiß nicht, mich hatten da welche kontaktiert gehabt, die wollten ein paar Junge haben. Also jetzt wäre die Zeit, jetzt könnten sie die haben. Ja, ich habe ein paar Junge gezogen, sind glaube ich um die 10 Stück. Und da würde ich ein paar abgeben. Und die anderen würde ich dann in den Freiflug lassen. Da ich aus dem Herbst, wie gesagt, zwei sehr gute Weibchen gezogen habe letztes Jahr. Die mich Anfang der Saison richtig weit gebracht haben. Das waren mit die Leistungsträger auf den kurzen Distanzen. Also ich denke mal, man sollte die nicht über 400 Kilometer setzen, die aus dem Herbst. Aber bis dahin sind sie super gereist. Hier der eine Vogel, wo der Flügel so ein bisschen hängt, der kam Wochen später aus der Alti-Reise. Ja, hängt der Flügel. Jetzt weiß ich nicht, was ich da machen soll. Wir geben denen mal ein bisschen Zeit. Vielleicht wird das noch. Na gut, Sportsfreunde. Ich melde mich dann wieder mal, wenn sie mal durchgemausert sind, wenn die mal wieder, wieder schön sind. Da werde ich mal zu meinen Leistungsträgern was erzählen, wie so gut geflogen sind. Wie der Rote Belgier, der 266, das Weibchen mit den 10 Preisen, die das eigentlich schon das zweite Jahr so super gut fliegt. Muss ich halt überlegen, ob ich sie nicht doch in die Zucht setzen soll schon. Das ist mein Neuzugang hier, was ich gezählt habe aus Belgien. Ist doch einmal ein Vogel geworden, schon durchgemausert. Nach dem Baden sieht es jetzt natürlich wuschig aus. Na gut, Sportsfreunde. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.